Hallo, ich bin der Stefan, ein Schweizer in den Philippinen. So, ich wollte eigentlich heute mal ein bisschen über ein schwieriges Thema sprechen, und zwar mein Burnout, Depressionen. Ich habe vor, also 2013, hatte ich einen Burnout. Die ganze Sache haben wir so bemerkt: Ich kam eines Morgens zur Arbeit, also bin zur Arbeit gegangen, ganz normal, ohne irgendwelche Anzeichen. Bin ins Büro gekommen, habe PCs und so weiter alles aufgestartet und wollte eigentlich mit dem Arbeiten beginnen. Ich saß an meinem Schreibtisch und bumm, ich konnte nichts machen. Mein ganzer Körper hat gezittert und geschlottert und ich konnte keinen Finger rühren. Und das nicht für eine halbe Minute oder so, sondern für doch lange Zeit. Es ging einfach nichts. Es hat sich dann etwas beruhigt, aber natürlich sind dann sämtliche Alarmglocken losgegangen, weil ich wusste gar nicht, was war jetzt los. Man hat immer wieder mal was gehört oder so, aber was jetzt da abgegangen ist, keine Ahnung. Ich war ratlos, ich war in so einem Schock drin, ich wusste gar nicht, was jetzt abgeht. Ich bin dann vom Bürotisch aufgegangen, erstmal ein bisschen raus und gucken, ob ich abkühlen kann. Nach einer gewissen Zeit ist dann der Chef auch ins Büro gekommen und dann habe ich mal mit ihm kurz gesprochen und gesagt: Junge, ich muss raus, ich muss zum Arzt. Haben wir dann auch gemacht und sind dann zum Arzt gegangen, und im ersten Moment, wo ich dem das erzählt hat, hat er mir erstmal gesagt: So, ich glaube, es waren 3 Wochen oder so Urlaub und einen Termin beim Psychiater. Ja, gut. Haben wir dann so gemacht. Ich habe dann 3 Wochen bin ich zu Hause geblieben. Aber das große Problem ist, man weiß immer noch nicht, was los ist. Also ich wusste nicht, was ist jetzt abgegangen, wieso. Und man stellt sich Fragen. Und zwar schon bald existenzielle Fragen. Weil eben die Ungewissheit, was jetzt los war. Good morning. Die Ungewissheit, was jetzt los war. War dann beim Psychiater, und nach einem kurzen Gespräch hat er eigentlich gesagt: Ja, guter Mann, Burnout und Depression. So. Und dann hat man jetzt erstmal, oder hatte ich erstmal die Diagnose. Aber was machen wir jetzt damit? Was soll ich nun mit dem anfangen, mit der Information? Du hast einen Burnout und du hast Depressionen. Dann fangen eigentlich die Räder erst wirklich an zu drehen in deinem Kopf. Weil, wie soll man damit umgehen? Depressionen? Burnout? Ja, Burnout ist ein bisschen ein Begriff. Das Ganze aber hängt so stark zusammen, dass es schon fast Angst macht. Und ich rate jedem, gewisse Signale zu beachten. Bei mir hat so angefangen, meine Depression entstand aus Frust. Das kann ich heute so weiter sagen. Jedoch nicht nur.
Die Frustrationen bei der Arbeit haben sich dann nur ausgewirkt. Also haben die grundlegende Depression nur verstärkt. Sagen wir mal so, muss ich so sagen. Der Hintergrund, ich war die letzten 16 Jahre bei einer Firma. Ich hatte einen super Job, mir hat es Spaß gemacht und wirklich, ich habe mich da wirklich eingefuchst und eingesetzt und ja, weil eben es war spaßig. Die Problematik dabei ist, ich war ein sogenannter technischer Verkäufer, das heißt, ich habe mit Kunden telefoniert und Lösungen für ihre Probleme gesucht. Sei es Antrieb von einer Maschine, sei es ganze Antriebskonzepte, sei es was für ein Zahnrad oder was für eine Verzahnung braucht er, damit er gewisse Drehmomente bei gewissen Geschwindigkeiten und so weiter übertragen kann. All das war drin in der Arbeit. Dann weiter auch Fehleranalyse oder Crash-Analysen, wieso ist was kaputt gegangen und vieles in dem Sinne. Aber prinzipiell war es so, du hast einem Kunde vielleicht was verkauft oder ja, ein Konzept und dann ging es um die Umsetzung. Und hier ist der kleine Knackpunkt im Büro. Hast du ja keine Maschine, machst du ja nichts. Also, du machst keine Maschine. Wir haben da Werkstatt gehabt, wir haben da auch als Unterlieferanten gehabt und so weiter. Und dann gehe ich hin und order die Teile oder machst einen Auftrag und bestellst das oder Fertigungsauftrag in der Werkstatt, sie sollen das und das machen. Und ja, dann geht erstmal eine gewisse Zeit vorbei, bis die Teile natürlich fertig sind. Das kann einen Monat dauern, das kann 2 Monate dauern, das kann aber auch nur eine Woche dauern. Wie dem auch sei. Du hast dann alles parat. Das können 5 Teile sein, das können aber auch 100 Teile sein. Wie gesagt, ist ein riesiger Umfang. Und dann kommt es zur Auslieferung. Wenn du Glück hast, hast du alle Teile zur rechten Zeit zusammen und einpacken, wegschicken. So, in der ganzen Kette gibt es verschiedene kritische Elemente, die schief laufen können. Zum einen menschliches Versagen, sei es mir ist ein Fehler unterlaufen, der Werkstatt ist ein Fehler unterlaufen, beim Zulieferant ist ein Fehler unterlaufen, in der Verpackerei ist ein Fehler unterlaufen. Also es gibt viele Fehlerquellen in dem ganzen System drin. Wenn du dann Anrufe vom Kunden kriegst, zum Beispiel, ihr habt Scheiße geliefert, mir fehlt was. Oder das Teil ist nicht nach Zeichnungen. Oder so, irgendwas, das kommt jetzt in erster Linie mal zu dir. Und dann gehe ich natürlich hin und guck erstmal, ja, was ist jetzt passiert. Hast du den Fehler gemacht? Natürlich muss ich ihn sofort ausbügeln. Da habe ich auch kein Problem mit. Wo ich Probleme hatte, ist eigentlich die. Sicher, es gibt Fehler, es kommt aber darauf an, was für ein Fehler das ist. Und wenn du Fahrlässigkeit oder sagt man auch Flüchtigkeitsfehler siehst oder Fehler, die offensichtlich sind und die gemäß internen Regelungen bis zu 3 Personen hätte sehen müssen, wenn die Kontrolle durchgeführt worden wäre, dann kommt Frust auf. Das kann auch sein, wenn in der Verpackerei, obwohl sie eine Packliste haben,
zwei, drei wichtige Elemente nicht einpacken. Ja, haben wir vergessen. Oh, haben wir nicht gesehen. Was natürlich auch ist, wenn dann du in der Fertigung drinnen bist und kurz vor Fertigstellung vom Zahnrad kommt die Meldung, hey, wir haben Ausschluss gebaut. Aber das kann man dem Kunden sagen. Schwieriger wird es natürlich, wenn, jetzt gehört es kurz laut, sage ich mal kurz nichts. So, ihr habt ihn gesehen. Der Knatterbang. Wie gesagt, wenn natürlich dann solche Dinge vorkommen, die du nicht beeinflussen kannst, die auf, ich sage jetzt nicht maschinelle Probleme hin, herkommen, sondern wirklich auch Idiotie oder Nichtinteresse am Kunden. Muss man so sagen, weil was ich festgestellt habe, sind immer, es gibt viele, die verstehen das Konzept nicht, dass der Kunde eigentlich dir den Lohn bezahlt. Nicht ich, nicht die Firma, der Kunde. Aber er merkt vielleicht, wo mein Problem liegt. Ich sitze am einen Ende und habe viele gegen mich, die mich frustrieren können. Und mein Problem war, ich habe es mir zu Herzen genommen. Also ich habe es nicht abprallen lassen, sondern ich habe es wirklich ernst genommen, mir selber. Und über die Jahre hat mich das eigentlich in die Depression reintrieben. Das Problem ist aber, dieser Schritt ging so langsam vor sich, dass niemand was gemacht hat. Also meine Frau nicht, meine Tochter nicht, die Firma nicht, meine Mitarbeiter nicht, niemand hat das gemacht, weil es ist nicht von heute auf morgen, dass man depressiv wird, sondern wirklich, es ist ein langsamer Ablauf. Und das ist das Gefährliche drin. Weil, wie gesagt, es ist nicht etwas, dass man sagt, okay, ich habe Depression, ich muss aufpassen, dass ich nicht in einen Burnout komme. Nein, das Burnout kommt. Das Burnout ist ein Signal vom Körper, Junge, jetzt hast du zu viel. Es geht nicht mehr. Ich habe Glück gehabt. Wie gesagt, haben herausgefunden, was es ist. Und dann bist du natürlich mit dir selber am Arbeiten. Was kann man dagegen machen? Also, ich habe dann mit der Firma, das muss ich der Firma anrechnen, auch im Boss. Ich habe dann mit der Firma Wege gesucht, die ersten Symptome etwas zu dämpfen. Mein Problem war, nachdem ich eigentlich einigermaßen vom Schock erholt hatte, ich bin sehr defensiv geworden. Das heißt, einer hat mich schräg angeschaut und ich habe ihn gleich angeschaut. Das kann man natürlich mit Kunden nicht machen. Ich habe mit einer gewissen Zeit ein bisschen vom täglichen Kunden, direkten Kundenkontakt zurücknehmen können, aber halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe dann sehr viel über mich selber nachgedacht. Also ich habe dann wirklich angefangen zu überlegen, was stört mich? Was gibt mir ein Problem? Was zieht mich runter? Und es gab viele Dinge aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, die mir ein Problem gegeben haben. Oder die ich als störend oder belastend empfunden habe. Und dann fängt man natürlich an, diese aufzuarbeiten mit sich selber und das ins Reine zu kommen.
Ich habe die ersten paar Jahre versucht, ohne Medikamente über das Ganze wegzukommen. Ich muss aber feststellen, es geht nicht. Ich habe dann Antidepressiva erhalten und die haben mich dann, also ich habe es immer gesagt, es ist eine Leckmann-Pille. Und zwar der Grund dazu ist, es waren mir viele Dinge, sind von mir dann plötzlich abprallt und haben mich nicht mehr so berührt, muss ich mal so sagen. Also ich bin ruhiger geworden, ich habe mehr Geduld aufgebracht und so weiter. Das heißt, es ging wunderbar, ich konnte wieder arbeiten und meine Existenzängste sind weg gewesen. Dann kam aber die Erkenntnis, dass das Schweizer Arbeitssystem, das Arbeitsklima mir eigentlich Schaden tut. Und zwar nicht, weil es existiert, sondern weil ich mich selber dazu getrieben habe oder treibe, soll man sagen, erfolgreich oder gut zu funktionieren. Und es kam dann zur Realisation, dass solange ich in der Schweiz in der Arbeit bleibe, ich von dem ganzen Medikamenten und so weiter nicht wegkomme. Finanziell, Frühpensionierung in der Schweiz, nein, geht nicht. Ich habe dann das Glück gehabt, oder ich habe das Glück, dass ich seit 24 Jahren mit meiner Frau, das ist eine Philippine, also die kommt von der Philippine, verheiratet bin. Und die Philippinen seit 1998 immer wieder besucht habe. Ich war früher schon in lateinamerikanischen Ländern unterwegs, also Brasilien, Chile, Portugal, Spanien, aber auch, gut, Portugal und Spanien sind jetzt nicht unbedingt lateinamerikanische Länder, aber es geht um den Südländer-Latino-Vibe. Das heißt, die Mentalität. Und die habe ich hier in den Philippinen wieder gefunden. Und dann kam der Entschluss, Frühpensionierung und ab in die Philippinen. Wir haben das gemacht und ich bin jetzt seit Ende Januar fix, also Frau und ich sind jetzt seit Ende Januar fix hier. Und März, April konnte ich die Medikamente absetzen und bin jetzt eigentlich problemlos so. Und ja, nehme keine Antidepressiva mehr und mir geht es wunderbar. Es ist mir klar, die Lösung ist nicht für alle, aber für mich hat es funktioniert. Ich danke euch, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie doch unten in den Kommentar rein. Vielleicht habe ich einen Tipp für den einen oder anderen oder kann irgendwie helfen aus meiner Erfahrung. Danke und habt einen schönen Tag.